Hallo zusammen, ich melde mich schon direkt wieder zurück jetzt hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich wollte jetzt direkt sagen, erstmal herzlich willkommen zurück, klar, wie immer halt. Und in den letzten Videos beziehungsweise in der letzten Aufnahme habe ich mir dazu entschlossen, die Sachen nicht mehr zu übersetzen, weil ich das irgendwie schwer finde. Aber ich habe mir jetzt doch überlegt, ich mache es doch wieder, weil ich kann ja nicht von euch verlangen, dass ihr alle irgendwie Englisch könnt und so. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, gut. Opferst du dich auf für deine Abonnenten, für deine Zuschauer? Bin ich nicht nett? Nein. Aber es bringt mir selbst auch was. Da kann ich auch ein bisschen Englisch so lernen damit, ne? Gut, dann fangen wir einfach mal an. Senfgasproduktion. Unglaublich, unsere schlimmsten Ängste wurden realisiert. Müller hat Ford Schmerzen in eine Giftgasanlage umgewandelt. Du musst geschockt sein, während du das liest. Ach so, genau. Du musst geschockt sein, während du das liest. You must have been shocked. Okay. When you read his death orders and realize what was going on. Also, du musst geschockt gewesen sein, als du gelesen hast, was da los ist und so und die Befehle gelesen hast. Okay. Eine scheinbar neue, noch tödlichere Form des Senfgases. Also Mustard. Ist das Senf? Ich glaube, es ist Senf. Senfgas? Hä? Okay, egal. Ja, wird gerade hergestellt, um die alliierte Armee zu stoppen oder um die alliierte Armee daran zu hindern, die deutsche Grenze zu überqueren. Okay, der Colonel war. Ich muss eigentlich immer den ersten Satz lesen, weil Englisch, der englische Satzbau ist ja ein bisschen anders als der deutsche. Deswegen ist es gar nicht mal so leicht. Okay, der Colonel war immer. Achso, ja, der Colonel war, glaube ich, immer besorgt vor einer Rückkehr des Senfgasterrors des letzten Weltkrieges. Ja, eine Meinung, wo selbst seine nächsten Kompagnons, also seine besten Freunde oder sowas in der Art halt, dachten, dass er ein bisschen verrückt wäre. Ich wusste von eigener Erfahrung, dass er ein böser, kranker Mann ist. Gut. Ich habe nur nie realisiert, wie weit er gehen könnte. Dafür war auch der Stuka-Bomber da, den ich da vor ein paar Missionen, glaube ich, kaputt gemacht habe. Ja, es wurde geplant, dass der halt Gas auf unsere Truppen niederrasseln lässt. Dein Ziel ist es, ihre eigene Waffe gegen sie zu verwenden. Kämpfe deinen Weg durch die unteren Produktionsebenen durch und öffne beide der Hauptversorgungsventile. Das wird Ethylen und Schwefelchlorid in das Ventilationssystem, also in das Lüftungssystem des Forts, einschleusen. Sobald sich diese beiden Komponenten zusammenmischen, Fortschmerzen wird ein Grab werden. Das klingt ja nach einer spannenden Mission. Ich habe schon wieder Bock auf das Spiel, ey. Das ist unfassbar. Momentan habe ich irgendwie echt Bock zu zocken. Ha, geil. Ich hoffe, jetzt habe ich anständige Waffen. Ich glaube, die vom letzten Mal. Das heißt, ich habe nur eine Shotgun. Hohoho, oder? Und? Okay, ist direkt schon Alarm losgegangen. Das ist nicht gut. Da ist sie. Puff. Hohoho. Hier müssen Gasmasken, die Soldaten. Puff. Okay, ich nehme nicht die Shotgun. Ich nehme eine Granate. Hier, frisst das. Bom. Mit den Granaten kann man auch gut die Gegner anlocken, weil die unbedingt wegtreten wollen, egal wo die sind. Und ja, da kommen die halt aus der Deckung raus. Oh, hallo! Wo kommst du denn her? Es gibt nichts Schlimmeres, nur so ein kleiner Exkurs von der Bundeswehr, einen Helm zu tragen und darunter noch eine Gasmaske. Das ist so unangenehm. Boah, ich hasse, ich habe das so gehasst. Oh, hallo? Und man hört sich wirklich genauso an, wenn man spricht, wie gerade der Deutsche. Okay, wieso spackt jetzt gerade mein Analogcontroller so ab? Das wüsste ich jetzt gerade gerne mal. Wo habe ich. Hä? Ich bin sowas von über. Oh, ich habe eine Granate gehört. Ich muss hier weg. Ich bin sowas von überfordert. Ich höre nur noch Schüsse, Explosionen und.
Viele Explosionen, verdammt viele Explosionen. Ey, was macht ihr hier? Wo liegt die Granate? Ich gehe erstmal da lang. Okay, hier scheint ein... Okay. Versorgungsraum zu sein, wollte ich sagen. Okay, ein bisschen Energie und Munition. Oh mein Gott. Puff! Okay. Das Geile an der Shotgun finde ich, ist, dass sie einfach so kräftig ist. Sie ist einfach nur mächtig. Damit kann man alles zerschießen. Zu klein Holz. Ui! Mann, ich erschrecke mich immer so, wenn ich Schüsse höre. Da ist einer. Nix da. Stück. Okay, es sieht hier schon wieder nach einer verdammt komplexen Level aus, irgendwie. Und ich bin jetzt schon überfordert und ich spiele noch nicht lange. Oh, hier wirft man die Granate da lang. Oh, kommt jemand raus? Nein, Gott. Ich habe viel zu viel Munition. Eigentlich müsste ich hier mal ein bisschen verschwenderisch sein. Okay, hier ist der Anfang. Dann gehe ich jetzt erstmal links lang. Gut. Von wo wäre ich denn jetzt schon wieder beschossen? Oh, es überfordert mich doch hier alles. Nimm doch mal ein bisschen Rücksicht auf mein Alter. Okay, gut. So. Lala, hier war gerade die Explosionsparty. Ui! Ah, der hat eine Panzerfaust oder was? Ich hab Angst. Nee, ich hab gedacht, der hat eine Panzerfaust, weil er sich so hingelegt hat. Oder hingekniet, besser gesagt. Und so lange verharrt hat. Das ist meistens ein Zeichen, dass Menschen, also hier die Soldaten, Panzerfäuste haben. Was auch noch kommen wird. Freut euch schon mal drauf. Ich tue es nämlich nicht. Ey! So, okay. Aufstehen. Puff! Puff. Armschuss, Armschuss, Hotshot. Hotshot, genau, ein Hotshot. Cooler Film mit Charlie Sheen. Hotshots. Ui! Toll, ich bin auch blöd und laufe zu weit nach links. Okay, der hat ein Erste-Hilfe-Packet hergegeben. Okay, erstmal immer alle nacheinander stoppen, damit die nicht schießen können. Oder? Tot. Du auch jetzt hier, der hier liegt. So. Okay, hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge los. Oh, den habe ich im Kopf getroffen. Weiß man noch nicht wie, aber... Und er hat eine Granate geworfen. Uff. Alles klar. Oh, da ist ja noch einer. Ey, wieso erschrecke ich mich denn immer? So, warum sehe ich die vor allem? Das ist jetzt echt ein Witz, oder? Also, hier... Von ja, der trifft mich. Sicherlich. Das ist ja unglaublich. Das ist richtig unfair. Weil es war jetzt keine Lebensgefahr für mich, aber es geht ums Prinzip. Okay, benutze mal ein bisschen Maschinengewehr. Habe ich mir genau die richtige Stelle für ausgesucht. Komm schon. Aber das Maschinengewehr ist auf jeden Fall eine ganze Ecke genauer als das MP40. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist vielleicht Thompson von Amis. Ah, yeah, yeah. Okay, also nachladen. So. Dahin war aber noch jemand. Habe ich jetzt getroffen? Oh, oh, sieht gut aus. Ich müsste eigentlich noch sowieso gleich ganz zum Anfang zurück, weil man da am Anfang auch noch hätte geradeaus gehen können, glaube ich. So. Okay, gut. Das Level gefällt mir eigentlich bisher. Das ist so schön actionreich und so. Oh, lecker. Yam, 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 Erste-Hilfe-Paket. Wieso ist hier Gefahr? Wenn da Gefahr ist, werfe ich erstmal eine Granate runter. Hallo. Nein, nicht runterfallen. Oh, das war praktisch. Fuck. Okay. Lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich möchte mich da nicht festhalten. Okay, ist ein bisschen Überblick hier verschaffen. Da oben sind bestimmt noch böse Menschen. Da ist nichts, gut. Meine Nase juckt. Oh. Kurz. Ah. Sehr gut. Jetzt nicht mehr. Hallo. Ich weiß zwar nicht, wie ich da jetzt geschossen habe, obwohl ich auf der Leiter stand. Aber ist ja egal. Also ich muss mal gucken, ob da unten noch welche sind. Okay, ich muss jetzt vielleicht erstmal nach vorne gucken. Ah, es ist ja schon wieder so ein gottverdammter Scheiß irgendwie. Ah, ich habe hier diese Programmierung. Ne? Ist okay. Oh nein, nicht nachladen. Nicht jetzt. Okay. Was mir an der Waffe ein bisschen stört, ist, dass das Magazin halt ein bisschen klein ist. Mit 20 Schuss. Die sind halt schnell durchgeblasen. Ah, gut.
Oh, schön. Das weiß ich mir besser mal für später auf. Ich weiß nicht, was mich hier noch erwartet. Was soll ich hier überhaupt machen? Okay. Zwei Gasventile dingsen. Und, entkommen. Entkommen kann ich gut. Okay, da ist schon mal Ventil Nummer 1. Ist doch schon mal schön. Okay, das war's, Ethyl. Ich glaube, ich kann sogar noch hier Dings, in Chemieunterricht. Da war doch hier Methyl, Ethyl, Propan, Butan. Oh, was gab's noch? Pentan, Hexan, Septan. Au! Oh, wie hieß denn das? Aua!